Alter, was geht ab, Leute? Okay. Was geht ab, Leute, Mann? Wir fahren spontan nach Nürnberg Döner essen. Chong hat einen krassen Döner entdeckt, angeblich. Die auch mit so Holzofen machen. Grill, dies, das. Der schaut nur so gut aus, aber ich bin gespannt, wie er schmeckt. Hier für die Fahrt. Was ist das? Von Julia Butix. Energy Drink hat die rausgebracht. Energy? Ist die so was? Auf geht's, Julia Butix, Mann. Kennst du nicht? Nein. So Influencerin. Zeig dir Bilder. Oh, yes! Chong ist nicht begeistert. Eine Dose voll mit Sheesh! Schön alles hervorgehoben. Fruchtiger Boost. Apple, Lemon, Blueberry, Elderflower. 106 Milligramm. Irgendwas. Ihh, es stinkt voll, Mann. Das schmeckt voll eklig. What the fuck? Stinkt voll eklig, Mann. Trink mal, das schmeckt nach Pisse. Das schmeckt nach Pisse. Gänseklapp, Mann. Wie schmeckt's, Mann? Nach was schmeckt's? Nach Cheesh! Was ist das? Wer hat das rausgebracht? Wer hat das rausgebracht? Julia Butix. Wer ist Julia Butix, Mann? Warte. Oh Gott, wie viele Abonnenten hat sie? Wie viel Follower? 3 Millionen. 3 Millionen hat sie sowas Ekliges rausgebracht. Wie kann man nur, Alter? Ich hoffe, sie steht zu dem Produkt und trinkt es jeden Tag. Das ist für mich immer noch kein Energy Drink. Ich kann es immer noch nicht rausschmecken, was das ist. Ja, wahrscheinlich ist es dieses Elderflower. Ich weiß nicht, was Elderflower ist. Nicht enthalten. Schlechte Laune, Smartphone, Ladekabel und Langeweile. Aha. Was? Nicht enthalten? Nicht enthalten. Steht da. Okay. Ich bin müde, Leute. 17 Uhr. Ich habe immer noch nichts gegessen heute. Aber wir sind da! Oh yes! Oh yes! Hier, Leute, Mevlana. Angeblich. So, Leute, willkommen. Ein kleiner Vorspeisensalat. Das ist nicht mehr Döner. Döner pur, nur das Fleisch, Alter, Leute. Bin gespannt. Recht gut besucht der Laden. Speisekarte sah krass aus, viele, sehr viel Auswahl. Oder was hast du sozusagen zu sagen? Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Schaut auf jeden Fall gut aus. Echt voll hier. Und ja, ich dachte, er ist viel weiter weg, aber es ist in der Nähe gleich in der Innenstadt. Das heißt, wir essen hier jetzt einen Döner. Dann gehen wir in die Innenstadt und essen dort den nächsten Döner, Atlantic Döner als Vergleich. Weil Atlantic Döner ist in Nürnberg Top Nummer 1, habe ich gehört. Und deswegen schauen wir mal. Bin gespannt. Und Bubble Tea trinken wir auch noch. So, Ladies and Gentlemen, frische Eidern. Hoffentlich schmeckt ihr so wie bei Food Factory. Deswegen probieren wir. Schmeckt ein bisschen salziger als bei Food Factory. Aber trotzdem geil. Ich sage nicht schlecht. So, Leute, das ist mein Grillteller. So, ich habe irgendwie so einen Klamm-Dings-Teller. Auch geil. Wie schaut's aus, Hong? Schon okay, kann man schon essen. Ist das größere Stück oder das kleine? Das kleine. Kleinere. Was willst du mit dem Döner anfangen, oder wie? Ja, natürlich, man. Das ist ja das Wichtige. Dass ich keinen Hunger mehr habe, das ist die Beste. So, Leute, das ist der Döner. Okay. Sieht schon mal gut aus. Mega heiß, also. Okay. Ja. Probieren wir mal den zuerst. Dafür sind wir extra hergefahren. Brot ist auf jeden Fall knusprig. Ja. Das ist echt nicht schlecht.
Leute, das ist einfach ein Standarddöner. Standard. Leider von mir jetzt keine Überraschung oder so. Ich dachte, das wäre echt krass. Aber Standarddöner. Ah, lecker. Aber schmeckt nicht schlecht. Brot. Ich weiß, ob es selbst gemacht ist, glaube nicht. Fleisch geht. Salat, Tomate, alles ist drauf. Aber das ist einfach nicht übertrieben krass oder so. Die sind übrig geblieben. Die sind nicht so saftig, Leute. Er ist nicht begeistert. Nein, man, leider, tut mir leid, sorry. Egal, es gibt immer Atlantik-Döner. Voll der Hype und so, dramatisches Video. Was für Hype? Von wo kam dieser Hype? Ich weiß nicht, aber ich fand dieses dramatische Video fand ich ernst cool, Mann. Ja, das war echt geil. Familienbetrieb, man sieht schon, dass es Familienbetrieb ist, ist auch echt gut besucht. Oben ist auch richtig schön eingerichtet und so. Top-Lage, Top-Restaurant, schön in Hand. Aber das Essen war jetzt auch nicht so. Roldo Nationberg, Leute. Und irgendein krasser Sushi-Land, der neu aufgemacht hat. Sushi sah interessant aus, Location sieht auch geil aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach schau mal, was hängst du denn da drin? Ja. Wir haben einen krassen Bubble-Tea-Laden entdeckt. Auch schon gut besucht. Eigentlich gute Lage, bisschen Pennerplatz-mäßig, aber 185, Leute. 185, ich hoffe, der Laden ist krass. Ja, wir haben schon viele vorbeigehen sehen. Ja, viele hatten jetzt auch gekauft. Ich glaube, es ist auch der einzige, der hier in der Innenstadt ist. Mal schauen, wie er schmeckt. Ich habe was bestellt. Er hat gesagt, es schaut am besten aus. Deswegen Blue Ocean. Mal schauen, wie es ausschaut. Schon geht nur nach Aussehen. Ja, immer noch. Ich gehe nach Geschmack, nach Oldschool Classic Milk Bubble Tea. Ich wollte mit Matcha Tofu. Ja, so geht nicht, die Kombo. Ja, auf jeden Fall. Deiner schütteln und ja, meiner umrühren. Ich bin kein Anfänger. Ist mir schon bewusst, Leute. Ja, das ist krass, das Bubble Tea, den kann ich immer wieder benutzen, den Becher. Der sieht krass aus. Blue Ocean heißt der. Der sieht echt krass aus. Blue Ocean mit einer. Wie geht's, dass es oben halt. Also, dass sich nicht vermischt? Ja, unten ist Creme, unten ist halt. Oben ist so. Ach so, warte. Wie Öl und Wasser. Oh mein Gott. Einfach den Bericht kurz zusammenzufassen, bevor ich zum nächsten Punkt komme und sagen, ich bin froh, dass inzwischen nur noch 2 bis 3 Menschen in der Woche in der Schweiz. Also geil sah der schon aus. Das muss man sehen schon lassen. Das sah schon gut aus. Aber jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt schmeckt sogar besser als davor. Stimmt, da vorne die Logenskirche, so wie bei uns die Frauenkirche. Der Laden sieht krass aus. Monkey Ramen Izukaya, Mann. Ich glaube, da hätten wir essen gehen sollen. Kennst du überhaupt den Weg zu den jetzt, Akadosh? Atlantic. Ja. Okay. Atlantic Döner, Leute. Best Döner Nürnbergs. Ich gönn mir einen für zu Hause, für die Heimfahrt, Alter. Digga, ich schaffe jetzt safe keinen mehr. Mein Gott, das ging ja richtig schnell, Mann. Atlantic Döner, Leute, haben wir es endlich geschafft. Beste Döner Nürnbergs. Logenskirche, Leute. Und Five Guys. Das verdient eine kurze Erwähnung im Video. Hukolein! Echt geiler Service, Mann. Findest du alles, was du brauchst. Wir haben extra noch sogar Tabak zum Probieren mitbekommen. Richtig nicer Service, Mann. Hat alles gesucht. Nice. Gefällt mir. Ich glaube, wir haben Bubble Tea Laden verfehlt. Ich glaube, der ist krasser. Oh mein Gott, der ist 100% besser, Mann. Also mein Bubble Tea war richtig eklig. Auch richtig getürkt hier draußen. Noch Shisha hin. Hier Kooperation mit denen, Shisha. Bubble Tea. Beste. Wir sind zurück, Leute. Rechtzeitig für Primetime. Was geht, Leute? Wir haben es geschafft, Döner war saftig. Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht probiert. Atlantic Döner war zu krass. Jetzt ist er bestimmt schon eklig für dich. Ich esse die Idee, erst morgen. Matschig wahrscheinlich.
stimmt schon, voll matschig. Egal, wenn der krass ist, wird er immer noch schmecken. Das Fleisch, das kommt ja auch das Fleisch an, Mann. Okay, Leute. Man kann sich jetzt schon ein bisschen gönnen. Riecht immer noch schmackhaft. Oh, das Brot hat auch noch so ein bisschen Sesam. Endgut. Nicht zu viel Soße, also der ist nicht durchgeweicht oder so. Perfekt. Kennt ihr die Döner, die dann richtig matschig sind? Geiles Fleisch. Alter, krank. Wäre der frisch? Digga, Bombe. Frisch weg zu krank, glaub mir. Der schmeckt immer noch gut. Wer ist der Döner? Nürnberg, ich schwöre ganz ehrlich. Immer für mich Platz 1. Der kann echt das immer noch, Mann. Wisst ihr, wer heute kommt, Leute? Nach langer, langer Zeit ist er zurück. Lasst euch überraschen. Outro-Time. Ich glaube, für den Vlog von Freitag, wo wir spontan in Nürnberg waren, danach kam noch das Stream Tatis zurück. Das seht ihr aber erst im Video morgen. Das war's von mir, Leute, und von Chong und von Nürnberg. Wir sind extra für ein, zwei Döner dahin gefahren. Atlantic Döner echt super saftig, also der war kalt und immer noch echt lecker. Der andere, keine Ahnung, wo Chong den gefunden hat, aber nicht so. Aber ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob es vielleicht einen viel krasseren Döner in Nürnberg gibt und dann schauen wir vielleicht nochmal spontan vorbei. Folgt mir auf Twitch und Instagram, investiert in Bitcoin, Cashflow generieren, DeFi, CS Business und ciao, Alter.